Willkommen zurück zu einem neuen, gruseligen, kleinen Indie-Horrorspiel. Mann, diesen Satz habe ich dieses Jahr schon wirklich verdammt häufig gesagt. Aber wir spielen heute gemeinsam Flicker of Hope, ein Spiel, das so ähnlich ist wie zum Beispiel Little Nightmares. Wir rennen als kleine Kerze rum und müssen überleben. Das Spiel gibt es kostenlos auf Steam, sieht sehr, sehr interessant aus, ist auch sehr gut bewertet. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, dauert nicht lange, einfach nur ein Klick, nämlich eine Bewertung dalassen. Wow, wir werden in die Finsternis hineingezogen. Die kleine arme Kerze. Und was hören wir in der Finsternis? Dieses Husten, dieses Atmen klingt so ein bisschen wie Greis Mama, wenn sie nachts durch die Dunkelheit stampft, Richtung Zigarettenautomaten. Ja, das ist Greis Mama, das höre ich. Das höre ich sofort. Oh, wie süß. Wir sind eine kleine Kerze. Unser Gesicht ist in der Flamme drin. Sehr, sehr putzig. Ja, natürlich, wir sind neben einer Pestleiche aufgewacht. Aber hey, wem passiert sowas nicht einmal im Jahr? Ich kenne niemanden. Besonders jetzt in Corona-Zeiten. Oh. Da schwillt mir doch glatt der Stängel an. Nicht so, wie ihr meint. Kleine Schweine. Putzig. So. Jane Wick is always melting. Okay, wir sind immer am Schmelzen. Der kleine John Wick. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder Wachs. Können wir sprinten oder so? Wir spielen das Ganze mit dem Controller. Man sieht auch, wir tropfen. Nicht so... Meine Güte, ihr seid echt versaut, ja? Wir tropfen und dann denken die Leute direkt sowas. Schlimm. Dass die Menschen sich nicht einmal erwachsen verhalten können. Ach, wir können sogar... Ah, cool. Wir haben die Wachskanone. Nein, Leute, damit meine ich auch nichts Perverses. Okay. Moment, erstmal ein bisschen hier anschwellen. Erstmal schön hier die Stange hochschwellen lassen. Was haben wir denn hier? Aha. Okay. Okay. Oh mein Gott, was war das denn? Die Killernonne. Die war ja widerlich. Flicker of Hope. Und ich bin hier gelandet. Ach, sieh mal einer an. Ich glaube, das da sind meine Leben. Kann das sein? So. So kann ich mich tarnen. Flupp. Okay, jetzt nicht trödeln, sondern wir müssen diesmal nicht hier hin. Vielleicht hier hin? Hier auch nicht hin. Vielleicht hier drüben durch. Erstmal wieder ein bisschen saugen. Ein bisschen Wachs saugen und dann schauen wir mal, können wir hier durch? Ja. Okay. So können wir schleichen. Oh mein Gott, ist die widerlich, die Pestnonne. Ich will das eigentlich hier anzünden, aber es geht irgendwie nicht. Hey, 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 cool. Cool bleiben, Pestnonne, cool bleiben. Ich will keinen Stress mit dir. Du widerliche alte Schachtel. Okay, wo geht sie hin? I don't know. Weg. Definitiv weg. Okay, hier bin ich sicher, oder wie? Unter Dingen bin ich sicher, denn sie kann nicht unter Dinge reinkrapschen, von wegen. Ist doch eine Lüge. Okay. Ich bin nicht sicher. Alles klar. Ich gehe jetzt... Ich weiß nicht. Ich trau mich nicht. Flupp. Ich bin gar nicht da. Okay, die muss unbedingt mal weg. So, ganz vorsichtig.
Und sie sieht mich. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Renn, kleine Kerze, renn! Okay, okay, easy, easy, easy. Oh nein! Oh nein! Geh hier durch! Oh! Was kann ich hier machen? Guck mal, ich verbrenne hier oben was an der Decke. Ah, ich kann Buddy machen. Ah! Und wie lenke ich den? Oh! So, jetzt ist sie abgelenkt. Sie denkt, sie hat mich erwischt. Hat sie aber gar nicht, sondern nur den kleinen Buddy. Der mir irgendwie leid tut. Ich habe die kleine Kerze ermordet, ich kranke Sau. Jetzt könnt ihr böse auf mich sein. Ey, ist aber ein cooles Spiel. Es gefällt mir richtig gut. Okay, die Nonne geht endlich. Boah, ist das laut. Okay, schau mal hier hin. Flup, flup, flup. Die Kerze schwillt wieder an. Also bis jetzt, nice. Dafür, dass es kostenlos ist, nice. Okay, wir haben es gemeistert. Auch wenn ich ein paar Mal die Luft anhalten musste, weil die Nonne echt sehr, sehr creepy ist. So. Ich bin wieder ganz groß. Oh, wow, wow. Die Macht des Feuers. Faszinierend. Ich finde die Mechanik halt irgendwie cool. Oh nein, was ist das hier für ein Ding? Was sind das für komische Fliegen? Okay. Also ich kann jetzt hier den kleinen Buddy lenken. Hallo. Hallo. Sag mal, habe ich eine damit getötet? Ah, da kam direkt wieder... Okay, wie viele kann ich denn davon machen? Immer nur einen? Anscheinend immer nur einen. Guck, guck. Jetzt direkt noch einen. Kann ich jetzt hier durch? Geh weg. Stinke Ding. Bin gar nicht da. Au. Au. Okay, da kommt direkt ein neuer. Ich brauche hier so einen kleinen Freund. Lock sie weg. Renn! Ah, bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Okay, okay, die treffen mich. Ich kann nur eins machen. Sie ablenken. Mit einem kleinen Schmelzfreund. Was ist, wenn ich da hinten das Feuer entzünde? Geht sowas? Kann ich das Feuer irgendwie... Renn, kleiner Freund, renn! Ja! Das Feuer ist an, aber was bringt's mir? Ich weiß es nicht. Renn, kleiner, renn, 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 renn und jetzt renn du. So renn. Steuerung, hochkomplex. Ho, geschafft. Cooles Spiel. Okay, hier drüben Kerzen. Mehr Licht ist immer gut. Ich brauche aber mehr Wachs. Daddy braucht mehr Wachs. Ich glaube, ich brauche immer so einen kleinen Nippel. So einen kleinen Nipplers. Okay, Nipplers. Oh, oh. Oh, oh. No, 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 no. Au. Schnappt euch doch meinen kleinen Nippelfreund. Das war eben gerade sehr kritisch. Okay, warte mal. Hier ist doch Regen. Ich glaube nicht, dass eine Kerze in Regen spazieren kann. Ah, ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich bin gar nicht da. Was? Sie hat komplett daneben gegriffen. Betrug. Oh nein, wo lande ich? Okay, ich lande wenigstens hier. Das ist doch mies. Das ist doch richtig mies. Sie hat komplett daneben gegriffen. Ihr habt es alle gesehen. Okay, ich mache mir wieder hier so einen kleinen Freund.
jetzt rennen wir durch. Okay, jetzt dürfte sie mich eigentlich nicht sehen. Alles klar, perfekt. Ey, jetzt geht mal weg. Ich bin noch gar nicht da. Okay, wir warten, bis sie sich wegdreht. Alles klar, let's run. Oh, 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 ich habe keine andere Wahl. Ich muss durchziehen. No, ich bin so winzig. Geht doch weg. Na egal, hier sind sie eh. Jetzt keine Bedrohung mehr. Trotzdem, komm, mach den kleinen Freund. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Nimm dir meinen kleinen... Das ist echt mies, die Stelle. Ah, ich finde die so widerlich, die Nonne. Die ist echt so hart widerlich. Oh nein, ich habe nur noch ein Leben. Ich darf es jetzt echt nicht mehr verhauen. Langsam wird's kritisch. Ich muss diesen Kontrollpunkt meistern. Vielleicht durchschleichen oder... Der Kamerawinkel ist hier ein bisschen das Problem. Egal, hier bin ich wieder safe. So. Achtung, die Nonne gafft hier. Der Kleine überlebt, ne? Der hält was aus, der Kleine. So. Jetzt wieder hier so einen kleinen Freund. Jetzt warte ich, bis die Nonne hier einmal zurück... wobbelt. Die olle nasse Tussi. Perfekt. Run. Okay. Ja, und hier wird es ein bisschen knifflig. Wahrscheinlich muss ich... Ah, ich muss da hinten irgendwie durch. Oh nein, der Kleine ist zusammengebrochen und weggeschmolzen. Ah, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Wachs, ich brauche Wachs. Okay. Gib mir. Gib mir alles. Wow, das war eben gerade richtig viel. Kann ich hier rein? Yes. Yes, we can. Ey, super Spiel. Okay, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, komm schon. Das Buch umstoßen. Achtung. Nochmal hier hoch. Und da ist mein Schwengel geschwollen. Und dann kannst du hier durch. Achtung, Vorsicht. Feuchter Boden. Oh nein, Evil Nun ist da hinten. Macht Nonnenkram. Bösen Nonnenkram macht die. Okay, dann zischen wir mal. Oh nein, ich muss da sogar zu ihr rein. Ha, ich glaube, ich mache mir hier wieder so einen kleinen Zwerg. Run, run, run. Okay, ich bin undercover. Warum? Ich bin doch sowas von undercover. Renn, 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 renn. Da kommt sie nicht durch. Die Nonne ist zu fett dafür. Okay, wo bin ich jetzt? Die Grabkammer. Wir bringen das Licht. Eines Tages wird das Licht siegen. Warum habe ich jetzt hier nur noch eine Kerze? Hm? So, gib mir hier wieder so einen kleinen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, hier ist auch noch Regen und so ein Kram. Richtig übel. Komme ich hier durch? Oh nein! Ich glaube, ich bin RIP. Obwohl... Oh, ich hab's geschafft. Jetzt geht doch mal weg. Geht weg, ihr... Ihr kleinen Schmelzis. Ah, Gott. Trickst die Nonne aus. Renn, Kerze, renn. Geh da durch, Kerze, geh da durch. Bitte, Kerze. Oi, 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 oi. Habe ich wirklich nur noch ein Leben, weil ich immer nur hier... Das ist ein weiter Weg. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Oh mein Gott! Ich dachte, ich wäre durch. Ich dachte, wir hätten gewonnen, aber unser kleiner Kerzenfreund muss leider weiter leiden. Oh no. Ey, was hat denn die Nonne für ein Problem mit Kerzen? Ich weiß es nicht. Ah. Nein! Weißt du, wo ich bin? Jetzt sag nicht, sie langt da wieder unten rein. Ich gehe mit meiner Kerze. Meine Kerze mit mir. Brenne ich auch weniger schnell, wenn ich hier so den Deckel drauf mache? Rein theoretisch müsste es ja so sein. Okay, wir bleiben hier. Geh da durch. Alles klar. Oh, ich war schon nur noch wieder so ein kleiner Stummel. Ich war schon wieder nur ein winzig kleiner Stummli. Oi. Och nö, Nonne. Okay. Wenn sie kriepscht, dann müssen wir springen und hier durch. Ey, geniales Spiel, wirklich. Also für so ein kostenloses Spiel, was so jemand wieder nebenbei gemacht hat oder irgendwelche Studenten oder was weiß ich. Das ist schon cool. Hätten die Budget? Also ich finde dieses Kerzenprinzip ziemlich geil. Da könnte man echt was draus machen. Auch so die Mechanik, alles. Ist cool. Oh oh. Erstmal wieder hier hin. Da brauche ich einen kleinen Nippel. Hat meine Kerze Brüste? Da vorne? So, das Wachs sieht so ein bisschen... Okay, ich bin pervers. Ich weiß. Kies sieht wieder Wachsbrüste. Die kranke Sau. Ah, einfach schnell sein. Und weiter geht's. Was ist das? Der Seuchenarm. Ich habe wirklich nur noch ein Leben, wie es scheint. Finde ich irgendwie beunruhigend. Das stresst mich ehrlich gesagt am meisten. Die Tatsache, wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, dass ich vielleicht weg bin. Flop, flop, flop. Okay. Okay. Böse alte Nonne. Ich mach dir nix, du machst mir nix. So, ich glaube, ich bin wieder da, wo wir abgestürzt sind. Was ist das hier? Eine gedroppte Kerze.
Jetzt gibt's noch einen Non-Boss-Fight. Oh nein, 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 nein! Was war das? Machen wir sie jetzt fertig, die Alte? Oh ja, sie mag das gar nicht. Die Seuchennonne. Ja, sehr cool. Wirklich, sehr, sehr cool. Hat mir gut gefallen. Okay, da war schon ein kleineres Team dran. Aber daraus könnte man echt was machen. Eine coole Story. Ich meine, die Figur ist irgendwie nice. Diese kleine Kerze, auch so die Mechanik, dass man eben langsam schmilzt und wieder Wachs einsammeln muss. Und dass man hier so einen kleinen Kerzenbuddy machen kann und Lichter entzünden kann. Da könnte man noch ein paar coole Fähigkeiten für die Kerze einbauen, die Mechanik ein bisschen erweitern und dann halt eine Story. Auch so Frankreich, Europa, Zeiten der Pest und so, könnte gut funktionieren. Könnte wirklich gut funktionieren. Hat mir Spaß gemacht, war ein schönes Spiel. So kostenlos auf Steam, einmal durchdaddeln, nicht schlecht. Wir sehen uns wieder, John Wick, not Keanu Reeves. Wir sehen uns wieder beim nächsten Indie-Horror-Spiel. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!